Vor kurzem habe ich einen Kommentar auf YouTube erhalten, wo ein Herr meinte, dass es zwar viele Videos gibt, wo über den Golfschwung gesprochen wird, wie man den verbessert, aber es gibt kein einziges, wo man lernt, den Ball überhaupt zu treffen. Ich habe darüber nachgedacht und möchte dir heute eine Formel präsentieren, die dir helfen wird, den Ball gut zu treffen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek von Bausek Golf. Ich bin PGA Professional im Golfclub in St. Florian in Österreich, wo ich Einzelunterricht erteile und meine Kurse abhalte. Um einen Ball im Golf gut zu treffen, braucht es meiner Meinung nach drei Sachen. Nämlich eine korrekte Schlagflächenstellung im Drehmoment und auch während des Golfschwungs, eine funktionelle Schwungebene und auch einen optimalen Eintreffswinkel. Über all diese drei Sachen möchte ich jetzt in diesem Video mit dir sprechen. Ich möchte aber auch klarstellen, das ist jetzt kein Video, das ein Quick-Tipp ist. Das hier ist ein gesamtheitliches Konzept, damit du einen ordentlichen Golfschwung beginnen kannst aufzubauen. Darum wird es auch wichtig sein, dass du vielleicht gewisse Passagen öfters ansiehst und vor allem die Übungsserien, die ich dir am Schluss zeige, auch immer wieder durchmachst. Beginnen wir mit dem wohl wichtigsten Teil im Golf, und zwar der Schlagflächenstellung im Treffmoment bzw. auch während des Golfschwungs. Ich habe hier so ein Alignment-Tool, da kann ich das hier drauf gehen, da kannst du immer sehen, wohin diese Schlagfläche zeigt, zu Erklärungszwecken. Es ist so, wenn ich jetzt ein Setup einnehme, kannst du sehen, dass die Schlagfläche gerade zum Ziel zeigt. Der absolute Irrglauben aber ist, dass man einen Schwung macht, ja, und dass man wieder genau in dieselbe Ausgangsstellung mit dem Körper zurückkommt. Nein, das ist ganz anders. Der Körper ist in einer dynamischen Bewegung mehr Richtung Ziel bereits rotiert. Du kannst sehen, mein Brustbein zeigt mehr hier nach vorne, mein Becken zeigt schon mehr nach vorne. Ich komme dann darauf später nochmal genauer zurück. Aber wenn du jetzt nochmal zuschaust, was mit der Schlagfläche jetzt hier passiert, wenn ich jetzt mich drehe, ja, und das ist das, wie gesagt, das, was ich erwarten werde, dann siehst du, dass von selber die Schlagfläche auf einmal nach rechts zeigt. Das bedeutet, dass ich eine Ausgleichsbewegung machen muss, damit diese gerade zeigt. Und zwar, ich muss hier den Schläger und die eigene Achse drehen. Ich muss sozusagen meine Handgelenke ein wenig verbiegen, dass die Schlagfläche gerade ist. Das mache ich aber nicht in der letzten Sekunde, sondern das mache ich schon ganz woanders. Vorher schon, während des Aufschwungs und im Abschwung. Darüber reden wir genauer. Und es hat auch den Vorteil, dass der Schaft etwas mehr nach vorne geneigt ist. Ist der Schaft etwas mehr nach vorne geneigt, kann ich jetzt auch den Ball mehr in der Schlagfläche Mitte treffen. Du kannst sehen, wenn ich jetzt den Schaft neutraler habe und ich würde ich jetzt hier mehr auf der Unterseite treffen. Dies ergibt sich von der Handflächenstellung, der Handgelenkstellung von selbst. Um noch einmal zu erklären, warum der Körper nicht wieder in die Ausgangsstellung zurückkommt, sondern schon etwas mehr nach vorne gedreht ist, habe ich hier einen Vorschlaghammer mit ca. 5 Kilo. Ich habe das nicht deswegen, weil man muss hier nämlich eine ganz schöne Masse schwingen und man muss hier richtige Sachen machen. Würde ich jetzt nämlich nicht einen Golfschläger schwingen, sondern einen Vorschlaghammer, ja, dann wirst du merken, dass wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde mit dem Körper, das heißt, sprich, wieder in die Ausgangsstellung zurückkomme, dann wird das sehr, sehr anstrengend werden, weil ich werde mir höchstens die Gelenke wehtun. Ich muss mit so einem schweren Gewicht, muss ich beginnen, meinen Körper mitzubewegen. Ja. Ich muss ihn öffnen Richtung Ziel, damit ich die volle Energie und die Konstanz auf den Golfball bekomme. Ich würde dir jetzt nicht empfehlen, dass du mit einem Hammer arbeitest, aber vielleicht kannst du mal zum Spaß einmal zwei oder drei Schläger gleichzeitig greifen und einmal diesen Effekt einmal auch spüren. Und du wirst sofort merken, dass du wesentlich mehr machen musst mit dem Körper, als du denkst, und du willst nicht in die Ausgangsstellung zurückkommen. Kommen wir zur zweiten absolut wichtigen Sache, die man braucht, um einen Ball gut zu treffen beim Golf. Wir besprechen jetzt nämlich die Schwungebene. Etwas sehr, sehr Interessantes und Spannendes. Wenn du den Ball jetzt am Boden hier liegen hast und du siehst, ich habe mit einem Alignment-Stick die Ball-Ziellinie sozusagen markiert, stehe ich ja gegenüber im Setup. Ja. Wenn ich den Schläger herlege, kann man sich auch vorstellen, dass jetzt hier unten drunter so ein Hula-Hoop liegt. Das ist sozusagen die Schwungbahn, die Schwungebene. Wenn ich jetzt hier aufschwinge, siehst du, dass der Schlägerkopf nicht auf dieser roten Linie entlang geht, wie viele Golfer glauben, sondern sie geht leicht entlang des Hula-Hoops hier hinein auf eine Innenbahn. Ja. Das macht er ungefähr bis er hier auf scharf parallel ist, also wenn der Schläger hier parallel zum Boden ist. Ab hier wird der Schläger dann durch die Handgelenke hochgewinkelt und das Griffende hier, kannst du sehen, zeigt sozusagen hier auf die Ballziellinie.
Das wäre eine sehr günstige Stellung für dich, um den Ball gut zu treffen, weil der Sweet Spot hier wird dann dem Griffende folgen und du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Ball dann gut treffen kannst. Das heißt, es ist sehr, sehr günstig, wenn man einen Korridor bekommt, wo das Ende des Schlägers hier ja, zur Ballzinie zeigt, meinetwegen ein bisschen hinein, ein bisschen drüber, aber nicht zu weit davon entfernt ist. Das heißt, das muss man auch explizit trainieren und das werden wir uns dann eh später nochmal genau anschauen, wie wir das machen. Kommen wir zur dritten Sache, die absolut kritisch ist, um einen Ball besser und konstanter zu treffen. Und zwar, das ist der Eintreffwinkel. Was bedeutet das? Das ist sozusagen der Weg des Schlägerkopfes zum Ball hin. Wenn ich jetzt einen Ball treffen möchte beim Golf, möchte ich ja zuerst den Ball treffen und dann im Boden oder zumindest sehr, sehr gleichzeitig. Und dann folgt eben dieses Divot. Würde ich zum Beispiel den Eintreffwinkel zu flach haben, sprich der tiefste Punkt des Schwungbogens, kann man sich vorstellen, ist jetzt vor dem Ball, ja, dann würde ich hier Probleme haben, einen konstanten Kontakt zu erzeugen. Bin ich aber zu steil, das heißt, der Schlägerkopf geht zu direkt auf den Ball, ja, da wird das eher so ein Gehacke, der Ball wird viel zu flach fliegen, ich muss den Ball absolut auf der richtigen Stelle treffen, es ist sehr, sehr schwierig, einen guten Kontakt zu erstellen. Das heißt, ich brauche einen normalen Eintreffwinkel, das heißt, ich komme leicht abwärts zum Ball und treffe zuerst den Ball und den Boden. Damit dies gelingt, muss aber der Körper gewisse Sachen machen und über die sprechen wir jetzt. Was heißt das in der Praxis? Es ist so, wenn du jetzt wegschwingst, wäre es natürlich gut, dass der Oberkörper sehr zentral bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt hierher schwinge, dann möchte ich hier sein und ich möchte nicht unbedingt ihn stark rechts oder links verschieben. Warum? Weil das würde ja bedeuten, wenn ich von rechts kommen würde, dass ich eben den Eintreffwinkel zu flach habe, würde ich mit dem Oberkörper zu weit links sein, dass ich zu steil bin. Vor allem, wenn das natürlich im Treffmoment passiert. Die Sache ist aber die, wenn ich den Schläger wegschwinge, sprich vom Ball wegbewege, dann hat der Schlägerkopf ja eine Masse. Das heißt, egal ob ich will oder nicht, wird der Druck auf meinen rechten Fuß kommen. Wenn ich jetzt nichts mache, sprich einfach jetzt weiterschwinge, dann werde ich aus der Balance kommen, mein Körper wird nach rechts schieben und ich werde Probleme bekommen, wieder auf eine vernünftige Stelle zurückzukommen. Man kann sich das vielleicht besser vorstellen mit dem Vorschlaghammer. Würde ich jetzt diesen Hammer hier schwingen, ja, da habe ich hier eine riesengroße Masse auf dieser Seite. Würde ich jetzt einfach nur weitermachen und keinen Ausgleich machen, sprich meinen Druck frühzeitig auf den linken Fuß bringen, dann würde das passieren, nämlich dass ich jetzt hier nach rechts weggeschoben werde. Das heißt, ich muss spätestens, wenn der Schläger ungefähr auf parallel oder kurz nach parallel ist, muss ich beginnen, bereits den Druck auf den linken Fuß zu bringen, um sozusagen diesen Balanceausgleich zu machen. Aber aufpassen, du möchtest dabei nicht zusätzlich deinen Oberkörper zu stark mitnehmen, weil wenn du nämlich das machst, ja, dann würdest du wieder zu steil auf den Ball kommen, das wollen wir nicht. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, ein Fenster zu finden, damit man das gleichzeitig macht. Und über das reden wir dann nachher dann gleich in der Übungssektion. So, wir kommen jetzt zu der Übungsserie, wo du jetzt bitte in der nächsten Zeit deinen Schwung langsam aufbaust. Das sind Übungen, die kannst du immer wieder machen, auf der Driving Range, das bei dir zu Hause. Wichtig ist es dabei, dass du dir ein Feedback holst, sprich dich wieder mal filmst zwischendurch oder auch ab und zu einfach mal vor einem Spiegel trainierst. Beginnen wir mit der ersten Übung. Und zwar möchte ich, dass du dich in ein Setup begibst und wenn du das hast, in die Position aufschwingst, dass der Schläger parallel zum Boden ist. Hier checkst du bitte ein paar Sachen. Erstens einmal, ist mein Oberkörper ein wenig nach rechts gedreht als Rechtshänder? Ist der Schlägerkopf, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, gegenüber von den Händen? Ist der Schlägerkopf zu weit hier, dann werde ich zu flach werden im zweiten Teil. Ist der Schlägerkopf zu weit vorne, werde ich hier zu steil werden. Das heißt, es ist schon gut, wenn er hier gegenüber von den Händen ist. Und die Schlagfläche ist ein klein wenig eingedreht. Nicht so, auch nicht so, also ein klein wenig eingedreht. Diese Übung würde ich einfach ein paar Mal trainieren. Ich würde nicht immer hinschauen, sondern einfach nur mal aufschwingen. Schauen, könnte ich dort sein und dann schaue ich hin und check das einfach mal. So, kommen wir zur zweiten Übung. Hast du den ersten Teil gemeistert, bist hier in einer guten Position. Jetzt kommt der Schläger in diese Position, sprich, dass der Schaft in einer Verlängerung zur Ball-Ziellinie zeigt. Ja? Das ist die Ebene, die du haben willst für den Abschwung. Es ist okay, wenn es ein bisschen hier ist, aber optimalerweise möchtest du, dass es hier auf die Linie, Ballziellinie runter zeigt. Aber jetzt ist Folgendes wichtig.
Kannst du dich erinnern, vorher haben wir gesprochen über die Schlagfläche, ja, dass wir die ein wenig drehen müssen. Hier ist eine gute Stelle, damit wir das machen. Ich empfehle dir, dass wenn du jetzt hier aufschwingst in dieser Position, gleichzeitig den Schaft eine Vierteldrehung gibst. Ja? So stelle ich mir das mir ganz gut vor. Du drehst den Schaft eine Vierteldrehung um die eigene Achse. Das machst du hier über die Handgelenke. Das linke Handgelenk geht in diese Richtung, das rechte Handgelenk als Rechtshänder geht in diese Richtung. Das muss ich ein paar Mal machen, einfach um ein gutes Gefühl zu bekommen. Schau dabei auch nicht wirklich hin. Und das ist die Voraussetzung dann, dass wir die nächsten Teile auch dann optimal machen können. Okay, hast du jetzt diese Vierteldrehung gemeistert und den Schaft in einer guten Position? Dann möchte ich, dass du jetzt beginnst, diese Gegenbewegung nach links zu machen, von der wir vorher gesprochen haben, damit eben der ganze Körper nicht zu weit nach rechts abdriftet. In dem Moment, wo du diese Vierteldrehung machst, also mit dem linken Arm hier parallel beim Boden bist, möchtest du spätestens den Druck auf den linken Fußballen bekommen, auf den vorderen Fußballen. Und das heißt, für dich kann das auch so ein Auslöser sein. In dem Moment, wenn du sagst, ich drehe, heißt das auch gleichzeitig für mich, dass ich nach links gehe. Das ist so eine gute Eselsbrücke, die man sich vorstellen kann. So, nachdem wir jetzt gut aufgeschwungen haben, den Druck bereits nach links verlagert haben, bereits eine Vierteldrehung gemacht haben, geht es jetzt zum Abschwung. Und zwar jetzt, im frühen Abschwung, ist es wichtig für mich, dass du noch einmal das Gefühl hast, dass du jetzt noch einmal eine Vierteldrehung machst. Also insgesamt hast du ungefähr eine halbe Drehung gemacht, kannst du dir vorstellen. Warum mache ich das? Das liegt daran, der Schlägerkopf befindet sich ja gerade in dieser Stellung. Und würde ich jetzt auslassen, schaut er wieder, sich der Schläger automatisch durch die Bauart des Schlägers einfach öffnen wollen. Also die Spitze geht hinunter. Damit dies nicht passiert, muss ich jetzt sozusagen noch einmal drehen, damit das überhaupt so bleibt. Würde ich das nicht machen, dann würde der Schläger in dieser offenen Stellung zurückfallen und dann würde ich wieder anfangen, den Ball nach rechts zu schlagen oder Ausgleichsbewegungen machen zu müssen. Wenn ich das dann gemacht habe, möchte ich zum Abschwung hierher kommen, wie der Schaft parallel zum Boden ist, dass der Schlägerkopf ein klein wenig hier hinter den Händen ist. Ja, das ist eine sehr gute Stelle, um dann kraftvoll zuschlagen zu können. Würde ich so abschwingen, dass der Schläger hierher kommt, ist das nicht auf der richtigen Schwungbahn. Da wirst du anfangen, dann den Schläger nach links zu ziehen und würdest dann anfangen, den Ball schlecht zu treffen. Das heißt, noch einmal, wenn du hier bist, ein wenig wegdrehen, Schlägerkopf hinter den Händen. Und das kannst du immer wieder hier trainieren, auch wieder kontrollieren, nicht vergessen. Und dann hast du hier eine super Möglichkeit, dass du dann mit der Körperdrehung und mit dem Strecken der Arme den Boden auf der richtigen Stelle triffst. Wenn dir dieses Video gefällt, hinterlasse ein Like, damit du mir hilfst, den Kanal wachsen zu lassen. Jetzt wäre es sehr gut, dass du dir als nächstes dieses Video hier anschaust. Es geht um die parametrische Acceleration, ein sehr wichtiges Konzept, das jeder Golfer kennen sollte.